Ja, der demografische Wandel sollte den Jugendlichen keine Angst bereiten. Der demografische Wandel ist eine Herausforderung. Und diese Herausforderung stellt sich der Landkreis. Man versucht an verschiedenen Ecken und Enden den demografischen Wandel anzupacken und damit Herr zu werden. Aber entscheidend ist, dass die Infrastruktur nicht wegbricht. Das heißt also, dass wir nach wie vor einen sinnvollen öffentlichen Personennahverkehr haben, dass wir Schulen haben, dass wir Krankenhäuser haben, Geburtenstationen, Ärzte. Das ist entscheidend, dass wir das behalten, und was natürlich für den Jugendlichen entscheidend ist, dass er hier seinen Arbeitsplatz findet. Und da haben wir die Zukunftscoaches an der Schnittstelle zwischen Schulabgang und Eintritt ins Berufsleben, um einfach junge Leute zu sensibilisieren für die Berufe in unserem Landkreis. Das ist mir ganz wichtig.